Moin, meine lieben Butzer, oder wohl eher herzlich willkommen auf diesem Video auf meinem Kanal zum Thema Haartransplantation. Und heute, vielleicht habt ihr es an der Begrüßung gehört, geht es nicht um Flying Uwe, es geht um Kevin Wolter. Der hat vor einer Stunde, wie ihr sehen könnt auf YouTube, ein Video zu seiner Haartransplantation in der Türkei hochgeladen. Ich habe ganz kurz reingeklickt und habe mir gedacht, komm, ich habe schon öfter über Simon Teichmann, über Jill von Road to Glory, über Kollega berichtet. Und ich dachte mir, komm, Kevin Wolter, finde ich, ist ein super cooler YouTuber. Zeig dir einfach mal, wie du auf das Video reagierst. Lass uns gemeinsam das Video schauen und einfach mal gucken, was da passiert und wie das Ganze abläuft. Ich weiß halt, dass die Videos von ihm in der Regel sehr unterhaltsam sind. Deswegen könnte es ganz cool werden. Ich bin sehr gespannt und freue mich auch darüber, das jetzt gleich zu gucken. Und bin auch sehr gespannt, wie ihr das Ganze findet. Für die, die neu auf diesem Video, auf diesem Kanal sind, ich hatte nämlich auch zwei Haartransplantationen und ihr seht an meinen Haaren, denke ich mal, ganz gut, dass das funktionieren kann. Ich blende mal ganz kurz ein Bild irgendwo hier rechts oder links von mir ein, wie ich vorher aussah. Und ihr seht halt jetzt. Und ja, das ist keine Werbung, das ist keine Verarsche, sonst irgendwas. Das funktioniert. Und wir gucken jetzt mal, wie es bei Kevin Wolter abgelaufen ist. Ich bin sehr gespannt. Let's go. Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter. Ihr seht's, oder vielleicht auch nicht, aber ich sag's euch jetzt, wir sind am Flughafen und fliegen jetzt nach Istanbul. Und was gönnt er sich? Natürlich VIP-Business-Lounge am Flughafen direkt wahrscheinlich. Also ich meine, er fliegt aus Berlin und ich bin auch schon aus Berlin geflogen. Und solche Stühle habe ich da in der normalen Klasse nicht. Aber wer hat, der kann. Nicht wahr, Kevin? Was machen wir in Istanbul? Was ganz Spannendes für euch oder auch für mich vor allen Dingen. Denn André und ich, wir lassen uns beide die Haare transplantieren. Also wir bekommen neue Haare in den Kopf gesetzt. Weil langsam, André und ich werden halt alt, ne? Vor allem ich mit 32 jetzt, knackige 32. Langsam sind die Geheimratsecken schon am Start und die wollen wir mal wieder ein bisschen auffüllen. Deswegen fahren wir jetzt nach Istanbul. Wieso, warum und weshalb ich das mache, erzähle ich euch später, also meine persönlichen Gründe. Wir fliegen jetzt erstmal nach Istanbul und nehmen euch ein bisschen mit auf die Reise. Das wird eine coole Reise, denke ich. Wir fliegen wieder Business Class. Wir haben auch eine schöne Suite in Istanbul gemietet. Und ja, wird ein cooler Vlog, denke ich. Vielleicht erleben wir ja noch ein bisschen was. Und ja, wir nehmen euch auch mit auf die Reise. Viel Spaß dabei und bis gleich. So, wir haben es pünktlich geschafft. Er hat es ja schon gesagt, er fliegt Business Class und hat es mit der Haartattoo an sich nichts zu tun. Aber bei so einem stabilen Körper, ich glaube, da muss man Business Class fliegen. Also ich meine, ich will mir nicht vorstellen, wie das ist in der Holzklasse, der ich immer fliege, neben so jemanden von der Größe zu sitzen. Ich glaube, von der Armlehne hast du da nicht mehr so viel. Ne? Deswegen bestimmt eine gute Entscheidung. Flugzeug und jetzt alles gut. Jetzt geht's los nach Istanbul und jetzt lassen wir mal die Reise auf uns zukommen. Super sympathischer Typ übrigens. Der hat mich nämlich auch beide Male abgeholt, sowohl als ich Stefan begleitet habe, als auch als ich selber vor Ort war. Ich war ja auch schon zweimal bei Ibiza, für die, die es nicht wissen. Und der ist immer am Flughafen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich schläft der da. Ich weiß es nicht. Unglaublich sympathischer Mensch. Kann wenig Deutsch. Versteht zwar einigermaßen, aber kann wenig Deutsch. Spricht gutes Englisch. Aber selten, dass ich jemanden, mit dem ich nicht so gut kommunizieren kann, direkt so sympathisch gefunden habe. Unglaublich netter Typ. So, wir sind angekommen. Ihr habt es gesehen, wir wurden schon mit Namen empfangen. Jetzt besorgt er uns gleich was zu trinken und einen Kaffee, weil wir so einen Stress hatten. Also echt lieb schon mal. Da fühlt man sich auf jeden Fall in einem fremden Land schon mal sehr, sehr gut aufgehoben, wo die Hälfte der Leute, wo wir schon festgestellt haben, dass wir kein Englisch sprechen. Das Ding haben die in 2 Jahren gebaut, ne? 2 Jahre. Berlin, Alter, was ist los mit euch, ja? Die bauen hier einen doppelt so großen Flughafen in 2 Jahren, was ihr nicht hinbekommt, in 5-mal so viel Zeit. Entschuldigung, wenn ich immer ein bisschen nuschel, kann sein. Ich habe meine Zahnspange drin. Auch wenn ihr das nicht seht. Wir fahren jetzt zur Klinik, gibt es kleine Vorsprechung für die OP. Und der Herr hier hat uns sehr herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Thank you very much. You're welcome. Nice to meet you. Ankommen in der Klinik. Jetzt gibt es erstmal den Bluttest.
der Bluttest natürlich notwendig, damit die Leute auch wissen, was bei mir so los ist in dem Schuppen. Und ja, jetzt machen wir Bluttest und dann werden wir hoffentlich ins Hotel gefahren und können endlich was essen gehen, weil Papa hat ganz schön Hunger jetzt und braucht dringend was zu schnabulieren. So hungrig bin ich, dass ich schon gar keine Ahnung mehr habe. Verdammt nochmal, gleich 10 Kilo abgenommen. Also ich glaube, wenn Kevin 10 Kilo abnimmt, wiegt er immer noch doppelt so viel wie ich. Ja, aber super. Willkommen bei Kevin. Oh Mann, ey. Das war gut. Den merke ich mir. Das muss ich beim nächsten Video auf jeden Fall auch machen. Sehr gut. So, das ist übrigens, erkenne ich jetzt schon anhand der Türen alleine, das Nidia Hotel. Wahrscheinlich wird das gleich selber nennen, alles drum und dran. Fußläufig 5 Minuten von der Klinik entfernt. Top Zimmerausstattung, alles drum und dran. Aber ich vermute, das zeigt er jetzt nochmal selber. Crips, wir zeigen euch mal das Zimmer. Also, ihr habt es ja gesehen an dem Klopfer draußen. Ein mächtiges Zimmer. Ein mächtiges Zimmer für einen mächtigen Mann. Hier befinden wir uns im Ess- und Wohnbereich. Eine Küche. Hier kann ich mir meine Speisen zubereiten. Kühlschrank. Moment, was? Er hat eine Küche? Das gerade fand ich so lustig. Jetzt bin ich ein bisschen sauer. Eine Küche. Hier kann ich mir meine Speisen zubereiten. Warum hatte ich keine Küche? Elite-Transplant? Kann ich nicht mehr empfehlen. Nein, Spaß beiseite. Quatsch. Also ich hatte tatsächlich keine Küche, aber er hat auch gesagt, er hat eine Suite gebucht. Das habe ich ja nicht. Ich habe ja nochmal die Standardsachen, die es bei Elite halt gibt, als normaler Patient. Als normaler Patient, möchte ich jetzt mal sagen. Also er ist ja im Prinzip auch normal. Aber er hat vielleicht abgegradet, keine Ahnung was. Ich hatte keine Küche, aber braucht man auch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, braucht man nicht. Kühlschrank. Das ist das Dienstmädchen-Badezimmer. Ja. Aha. Schlafzimmer Nummer 1. Dienstmädchen-Toilette 2. Gut. Also ja, definitiv abgegradet, weil das ist, das möchte ich direkt sagen, nicht, dass jetzt falsche Hoffnungen aufkommen, das ist nicht der Standard. Zumindest nicht der, den ich kenne. Ich war zweimal jetzt da. Ich hatte nur ein Badezimmer für eine Person, war gerade so ausreichend, möchte ich behaupten. Und ich hatte auch nur ein Schlafzimmer. Wer hat gerade schon gesagt, Schlafzimmer Nummer 1. Gleich wird wahrscheinlich noch Nummer 2 kommen. Aber er ist ja auch zu zweit da. Er hat gesagt, mit seinem Kameramann, also der muss ja mindestens auch dabei sein. Nur damit ihr Bescheid wisst, ich behaupte mal, auch wenn ihr zu zweit reist, ist das kein Standard. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, ohne es jetzt 100% nicht zu wissen. Aber wie gesagt, gerade wenn ihr alleine reist, so ein großes Zimmer braucht ihr nicht, bekommt ihr auch nicht, aber wie gesagt, braucht ihr auch nicht. Dann kommen wir zum Dienstmädchenzimmer Nummer 2. Nun, Freunde, kommt der große Moment, the Master Bedroom. Okay, 3 sogar. Ja, und die Master Toilette? Auch. Für den Master Schiss hat er jetzt natürlich auch vergessen zu sagen, aber das hat er mir per Sprachnachricht schon gesagt, also der Master Schiss kommt nur auf die Master Toilette. Nein, hat er mir natürlich nicht erzählt, aber ich weiß es. Master Bedroom mit einem französischen Balkon, kleiner Flachbildschirm, meine Tasche liegt hier, Minibar, prall gefüllt. Wir gehen jetzt erstmal was essen und sehen uns morgen früh beim Frühstück wieder. Bah, gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Heute ist der Tag der OP. Meine Henkersmahlzeit steht vor mir. Hab ganz schön Bammel bis jetzt. Bin sehr gespannt, was passiert. Ist doch aber auch einfach mal schön zu hören, dass jemand, vielleicht bin ich ja jetzt ein bisschen, keine Ahnung was, ignoriert einfach, was ich vorgesagt habe. Es ist einfach schön zu sehen, dass auch jemand so breit ist, durchtrainiert ist, der ja eigentlich, sage ich mal, für sehr viel Männlichkeit steht. Ja, behaupte ich einfach mal. Auch Bammel hat vor so einer Operation. Ihr seid nicht allein. Ihr seid nicht die Einzigen, die davor nervös sind oder ein bisschen Angst haben, gerade wenn es kurz davor ist. Vollkommen normal. Und schön, dass es ihm auch so geht. Aber ich behaupte, er wird auch später sagen, es ist grundlose Nervosität ist okay, aber ihr müsst keine Angst davor haben. Im Nachhinein ist es alles halb so wild. Hab ich so empfunden, hat Stefan so empfunden, hat Andi so empfunden, haben viele andere so empfunden. Und ich wette, er wird es später auch so empfinden.
ganz schön Bammel und bin ganz schön aufgeregt und ich hoffe, dass alles gut geht. Wir frühstücken jetzt und dann fahren wir rüber in die Klinik, dann ist Vorbesprechung für die OP und dann geht's los. Nee, gut, die Werbung skippen wir jetzt mal. So, Freunde, die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Auf dem Weg ins Hospital. Und ja, die nächsten 10 Stunden werde ich auch dort verbringen. Und die dramatische Musik im Hintergrund on point. Also, aufgeregt, da kann man, glaube ich, nicht sein. Vermutlich. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber das legt sich auch nicht. Also, keine Sorge. Wir warten jetzt einfach, was dazu kommt. Das ist übrigens ein lieber Cetin. Hallo. Ein deutschsprachiger Fahrer. Wunderbar. Hatte ich auch gehabt. Liebe Selina, falls ihr euch fragt, warum hier eine deutschsprachige Frau mit rumläuft. Die habe ich nicht gehabt. Zur Vorbesprechung für die OP. Also meine Beweggründe, warum ich es bei Dr. Barbie und bei Elite her gemacht habe, spricht einfach die Erfahrung für sich. Die Leute haben über 20.000 HTs schon gemacht. Ich habe hier eine deutschsprachige Betreuung. Ich kann 24 Stunden jemand anrufen, der sich um meine Sorgen kümmert. Das Wichtigste für mich war noch, dass die das nicht mit diesen alten Methoden machen, diesen Stempelmethoden, sondern das ist hier so eine neue Methode, neue Technik. Keine Ahnung, werdet ihr da vielleicht sehen. Ich denke mal, meint mit der Stempelmethode diese Schnittmethode, die FUT-Methode, wo ein Hautlappen rausgeschnitten wird und dann wieder zusammengenäht wird. Das ist die alte Methode. Die neue ist die FUT, wo aber tatsächlich die Haarwurzeln rausgestanzt werden in gewisser Weise. Würde mich jetzt extrem überraschen, wenn es jetzt innerhalb der letzten paar Tage eine ganz neue Methode gibt, die Elite auf den Markt gebracht hat, weiß ich nichts von. Aber ich gehe davon aus, dass er eigentlich diese FUT-Methode meint und jetzt gibt es eben diese Stampfmethode oder Stanzmethode, die FUE. Also Stempeln, weiß ich nicht ganz genau, was er meint. Bin ich mal gespannt, ob da vielleicht noch wer zu sehen ist gleich. Mal gucken. Auf jeden Fall ist es für mich einfach mit einer der besten Kliniken gewesen und deswegen habe ich mich für Dr. Barbie entschieden. Hammermusik, geil, jetzt geht's los, Action. Und das ist übrigens Dr. Barbie, für die, die ihn nicht kennen. Ab der blauen Linie, hier, bis zu der schwarzen Linie, wenn du wurden schon gesagt, wie viel Grafts er bekommt? Ich würde gerne schätzen. Ich habe festgestellt, dass ich doch tatsächlich relativ gut Grafts schätzen kann mittlerweile, wie viel man ungefähr bekommt. Und ich würde es mir auch bei Kevin zutrauen. Wir können ein kleines Spiel draus machen. Man muss nur gucken, ob man ein besseres Bild findet. Im Bereich die Haare. Na gut, so jetzt kann man ja schon grob sehen. Kremmerzecken, mittig geht es gar nicht so viel rein und die Haarlinie scheinbar minimal noch runtergesetzt. Lass uns doch ein kleines Spiel spielen. Wer am nächsten dran ist, bekommt von mir irgendeinen Preis, bekommt er von mir. Ich weiß noch nicht was, aber jeder, der in die Kommentare reinschreibt, eine Graft-Anzahl, derjenige, der entweder genau trifft oder am nächsten dran ist, bekommt dann ein Geschenk von mir, versprochen, werde ich mir was einfallen lassen. Natürlich irgendein Geschenk zum Thema Haare wahrscheinlich. Und lass uns mal schätzen. Ich sage, er bekommt 3000 Grafts. 3000, ich würde jetzt noch, wenn ich ein bisschen mehr Luft hätte, würde ich sagen 3000 plus minus 200, also 2800 bis 3200, würde ich schätzen. Ich muss aber eine Zahl festlegen. Also ihr jetzt in die Kommentare schreiben, was denkt ihr, wie viel Grafts bekommt Kevin? Und wie der Gewinner, oder wenn es mehrere sind, wird dann ausgelost, bekommt auf jeden Fall irgendjemand ein Geschenk von mir, versprochen. Also haut am besten in die Kommentare. Am besten haut jetzt in die Kommentare rein, wie viel Grafts ihr denkt, wird Kevin bekommen. Ich hoffe, es wurde nicht gesagt, ich habe es bisher noch nicht gehört. Ich sage 3000, Punkt. Die Markierungen an den Pünktchen, das sind die Stimmungsfaktoren. Gefällt es Ihnen? Noch nicht, aber. Okay, verstehe ich nicht, warum Ihnen diese Frisur jetzt nicht so gefällt. Also, aber gut. Eben, es kommt ja noch so schnell, geht's nicht. Was sagst du? Was ich sage, was sage ich denn? Soll er dich hier wird, Herr Wolter, operiert. Spannend, ach oh, Scheiße, ey. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Jetzt gleich wird mir noch die Birne rasiert. Komplett. Kompletto. Okay. Lass mich in Ruhe. Das ist gerade ein schlechter Zeitpunkt, André. Huch, ihr habt es gerade, glaube ich, gesehen, im Hinterkopf wurde ja auch blau eingezeichnet. Der Zeitpunkt, André. Das ist die sogenannte Safe Area. Hier werden die Haare entnommen. Das sind von der Struktur her andere Haare, die nicht ausfallen. Dementsprechend werden die natürlich auch genutzt, um voll einzusetzen, damit die eben nach der Operation nicht wieder ausfallen.
Also zumindest nicht, wenn es erblich bedingter Haarausfall ist. So. Du siehst aus wie eine aus. Lass mich nur. So, Freunde, es ist geschafft. Die Betäubungsspritzen am Hinterkopf, die waren wirklich saftig, sag ich mal. Da haben sie mir da was gegeben. Und dann bin ich irgendwann eingepennt um 13 Uhr. Und jetzt gerade um 19 Uhr wieder aufgewacht und wir waren fertig. Oh, krass. 6 Stunden gepennt. Da würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Da ging die Operation sehr schnell vorbei. So eine Operation kann ja schon zwischen 6 und 10 Stunden dauern, je nachdem, wie viel Grafts du ungefähr bekommst. Und wenn du davon schon knapp 6 Stunden schläfst, dann ja, geht es auch sehr schnell vorbei. Respekt. Ich bin auch eingeschlafen, aber bei weitem keine 6 Stunden. Das ist krass. Nicht schlecht. Also, tippitoppi eigentlich. Tippitoppi. Ja, bin zufrieden, bin glücklich, dass es vorbei ist. Ist alles gut verlaufen. Halb so schlimm, wie ich es mir wirklich vorgestellt habe. Ha! Wusste ich, dass er das sagt. Habe ich eigentlich nur darauf gewartet. Also, ich wusste es nicht, aber ich habe schon mir das gedacht, habe ich ja gerade gesagt. Es ist die Anfangsnervosität und Angst davor, ist normal, aber danach habe ich bis davor noch keinem gehört, dass es zu Recht war und dass es schlimm war und sonst irgendwas. Sondern alle haben nachher gesagt, es war gar nicht so schlimm, wie erwartet. Ich sage es immer wieder, ihr müsst keine Angst davor haben. Ich esse jetzt erstmal was, trinke jetzt erstmal was und dann gehe ich auch bestimmt gleich ein bisschen in die City Party machen, weil es ist ja Samstag, ist ja wohl so geil sein. Klar. Bisschen Distanz bei. Jawohl, schon eine Faschingsparty. Verkleidet ist er ja schon. Bing. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's wieder gut. Alles tippitoppi. Gestern Abend hatte ich ein bisschen Schmerzen. Aber das war nur für eine halbe Stunde. Dann haben die Schmerzflecken gewirkt, die ich da bekommen habe. Und dann war alles super. Jetzt fahren wir gerade zurück in die Klinik. Mir wird der Kopf heute gewaschen. Und ich bekomme das Pflaster hinten abgemacht und so weiter. Hallo, schöne Grüße aus der Türkei. Ich bin der Fahrer Cetin. Super Fahrer übrigens. Dankeschön. Und spricht wirklich wunderbar Deutsch, was wirklich sehr, sehr angenehm ist. Hallo. Jod. Sehr schönes Desinfektionsmittel für offene Wunden. Das brennt. Nicht. Müssen wir zu brennen. Ja. Ich hab dich schon vorbei. Echt? Ja. Bombe. Einen wunderschönen guten Morgen aus. Oh, oh. Jeder, der eine Haartransplantation hatte, weiß, dass man nach der Haartransplantation ein Stirnband tragen sollte, um die Schwellung nicht ins Gesicht laufen zu lassen. Warum er keins hat, würde mich jetzt schon interessieren. Vielleicht kriegt er gleich noch eins. Oder er trägt es nicht, weil er eitel ist. Bin ich sehr gespannt. Wenn er das bewusst nicht trägt, dann freue ich mich auf das nächste Video-Update, weil dann wird er uns ein Video zeigen, wo er komplett demoliert im Gesicht aussehen wird. Wie so ein schöner Boxer von Klitschko verprügelt. Eieiei, Kevin, ich hoffe, du weißt, was du da machst. Jawohl, liebe Freunde, wir sind auf dem Weg in die Klinik. Mir wird heute mal ordentlich der Kopf gewaschen. Wir haben Tag 3 nach der OP. Und auch die Waschung gehört natürlich auch dazu, weil man muss auch lernen, wie man jetzt am Anfang den Kopf richtig wäscht. Das zeigen wir euch jetzt alles und dann gibt es noch eine richtig fette Überraschung von mir. Also unbedingt dranbleiben. Peace. Und für in der Türkei Autofahren braucht man übrigens eine Extraprüfung. Das ist hier nicht so wie in Deutschland. Nee. Das ist ja alles ein bisschen anders. Ja, definitiv. So, jetzt wird mir die Lotion auf den Kopf aufgetragen. Das weicht erstmal den Schorf oben ein, damit wir das nachher alles besser abwaschen können. Und 20 bis 40 Minuten und dann wird gewaschen. Aber gewaschen wird nicht auf normalen Sinne, sondern das zeigen wir euch auch gleich. Mir wird jetzt Blut abgenommen für die PHP-Behandlung. Das sieht gleich richtig lustig aus, weil das Blut kommt 10 Minuten in Zentrifuge. Somit teilt sich weißes und rotes Blut. Es wird dann nur das weiße Blut rausgenommen. Sieht dann ziemlich komisch aus, aber ihr versteht mich gleich. Jetzt wird mir der Kopf gewaschen und ja, sieht ein bisschen spezieller jetzt aus. Aber oh, keine Sorge, Leute, sie tut mir nicht weh. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand in der Klinik Kevin Wolter wehtun wollen würde. Ja, ich glaube, da wird sich keiner mit anlehnen. Nee, aber die muss auch die Sprühflasche, habe ich auch schon in meinen Videos tausendmal empfohlen.
Link zu den Sprühflaschen für zu Hause ist auch unter dem Video, glaube ich, oder auf meiner Homepage. Da auf jeden Fall kann ich für die Haarwäsche absolut empfehlen. Benutzen halt auch die Kliniken selber optimal für die ersten 7 bis 10 Tage für die Haarwäsche. So, frisch gewaschen Kopf, jetzt geht's zur PHP, oder? Siehst du, sag ich das. Begeistert, ist anders. Can you show it in the cam? Das sind die weißen Blutkörperchen, abgetrennt von den roten, die werden mir jetzt im Kopf gespritzt, weil die sind das Wichtige für die Wundheilung und so weiter. Es ist Zeit, euch was zurückzugeben, Freunde. Wurde jetzt, ganz kurz, wurde irgendwo schon erwähnt, dass ich viel Graft bekommen hat? Mich würde es jetzt wirklich interessieren. Ich bleibe bei 3000, ich hoffe, ihr habt auch schon getippt. Falls nicht, macht es jetzt noch schnell. Sobald es aufgelost wurde einmal, ist natürlich dann witzlos, ne? Denkt dran. Es soll ein Spiel sein, bleibt ehrlich. Schreibt in die Kommentare, bevor ihr irgendwas gehört habt, ne? Ich bin da echt überwältigt gewesen über diese ganze Reaktion dieser Harttransplantation, also eure Reaktion darauf. Erst dachte ich so, ich muss mich jetzt 2 Monate einsperren und schäme mich. Dann habe ich mich dazu entschlossen, ach, ich bin immer so gewesen, ich mache und zeige, was ich nun mal mache, ich bin halt real. Und ihr habt es wieder gefeiert. Cool. Freut mich riesig. Damit habt ihr mir einen riesen Stein vom Herzen genommen. Ich habe aber auch in meinen Nachrichten gemerkt, dass wirklich ein großes Interesse daran besteht, so eine Haartransplantation bei euch selbst zu machen. Und dass viele von euch auch wirklich psychisch darunter leiden. Deswegen bin ich zu Elite hergegangen und habe gesagt, hey Leute, wie wär's, wollen wir nicht mal eine HT kostenlos verlosen bei mir im Video? Haben sie gesagt, ey, ist eine coole Idee. Dann habe ich gesagt, ey, es gibt wirklich auch Leute, die richtig psychische Probleme darunter haben. Dann hat Elite hergesagt, weißt du was, wir geben dir 2. Oh. Wir verlosen 2 kostenlose Haartransplantationen mit allem drum und dran. Hotel, Flug und die komplette Behandlung. Das ist stark. Vor allem, weil auch ich habe sowas auch schon wieder mal gesehen, dass das schon mal sowas verlost wurde, auch von Elite selber. Aber ich glaube, der Flug war bisher noch nicht dabei und das ist ja, da zahlst du ja dann gar nichts mehr. Das ist, würde ich sagen, ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk hier von Kevin bzw. von Elite. Finde ich sehr schön. Ganz, ganz tolle Aktion, weil ich auch Leute kennengelernt habe, die mir geschrieben haben, die sich das nicht leisten können. Und ich habe auch gesagt, ja, dann spar 2-3 Jahre hin. Und leistest dir dann, aber es gibt ja einfach Leute, die auch sich selbst nach 2-3 Jahren sparen, es nicht leisten können, aus verschiedensten Gründen. Und deswegen finde ich, es ist eine richtig coole Aktion. So gerade zur Weihnachtszeit einfach mal helfen, einfach mal nett sein. Und das ist eine sehr, sehr coole Aktion von beiden. Darf auf jeden Fall gleich einen Daumen hoch aufs Video von mir. Das finde ich schön. Wenn das jede Klinik machen würde, würden extrem vielen Leuten geholfen werden. Egal ob Mann, Frau, divers. Jeder kann es bewerben, er muss nur dafür geeignet sein. In der Videobeschreibung ist also ein Link unten an erster Stelle ganz oben. Dort klickt ihr rauf und dort werdet ihr auf eine andere Internetseite weitergeleitet. Auf dieser Internetseite gebt ihr Geburtsdatum, Name und E-Mail-Adresse ein und somit nehmt ihr automatisch teil. Aber alle anderen, die sich trotzdem dafür interessieren und eine HT durchführen und sagen, sie kommen von mir, also von Kevin Wolter, bekommen nochmal ein gratis Geschenk. Eventuell bekommt ihr eine PHP-Behandlung gratis. Eventuell bekommt ihr eine Laserbehandlung gratis oder ihr bekommt eventuell eine Pigmentierung gratis. Also wenn ihr von Kevin Wolter kommt, bekommt ihr auf jeden Fall was geschenkt. Also checkt unbedingt die Webseite ab und nehmt teil, Freunde. Peace. Oh, hier sehen wir übrigens das Nidia Hotel. Also da, wo sowohl ich als auch Kevin Wolter jetzt übernachtet haben. Ich vermute sogar, die stehen jetzt gerade auf dem Dach des Hotels. Könnte von der Entfernung passen. War zwar selber noch nicht drauf. Aber es passt, ich denke mal, das ist es. Und ihr seht halt unten dieses Nidia Hotel. Und ja, ich habe gesagt, fußläufig erreichbar. Ihr werdet zwar immer transportiert, aber gerade für Begleitpersonen zum Beispiel, die am OP-Tag hin, zurück, weil 6, 7, 8, 9 Stunden in der Klinik zu warten, während man operiert wird, ist für die Begleitperson nicht so lustig. Und dann könnte man theoretisch wieder zurück ins Hotel, hat da WLAN, kann da irgendwas machen, arbeiten mit einem Laptop, was auch immer. Und dann wieder zurücklaufen, dann wieder ins Hotel, wieder zurück. Und ihr seht, die Entfernung ist wirklich nur 5 Minuten Fußweg. Das ist, ja, der beste Beweis, denke ich mal, dafür. Sehr schöne Aussicht übrigens. Ich möchte auch mal da hoch. So, Freunde, wir verabschieden uns aus Istanbul vom Kopf oder vielmehr vom Dach des Elite-Herz-Krankenhauses. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem kleinen Vlog rund um die Haartransplantation. Alle Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung, sowie auch nochmal den Link zum Teilnehmen bei dem Gewinnspiel. Peace. Gut,
Schönes Video, hat mir sehr gut gefallen. Wie erwartet, auch sehr unterhaltsam, sehr viel gezeigt, sehr ausführlich. Finde ich gut. Ich finde, es sollten viel mehr Leute, das sage ich immer wieder, sowas auch öffentlich teilen, damit wirklich einfach noch mehr Leute sich den Schritt auch trauen und mutig sind. Ihr wisst, ich begleite immer wieder gerne Patienten, egal bei welcher Klinik, das ist mir vollkommen egal. Also auch nochmal gerne bei Initia, falls irgendwie ihr denkt, jetzt war ich schon zweimal da. Am Ende des Tages möchte ich Videos zeigen, wie es abläuft. Und dementsprechend auch bei Initia oder sonst wo, ist mir völlig egal. Ich fand das Video sehr cool. Kevin, eine Sache an dich vielleicht nochmal, falls du das Video siehst. Ich hoffe natürlich. Ich würde sehr gerne einmal mit dir zusammen trainieren. Vom Lauch zum Strongman oder was auch immer, in welche Richtung. Ich glaube, das könnte sehr lustig werden. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Und das war's zu dem Video. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Vergesst nicht, meinen Kanal hier irgendwo unten zu abonnieren. Und dann geht es beim nächsten Video wieder um das Thema Haarausfall, Haartransplantation, Haarstyling und so weiter. Und sofort. Ich bin Easy Beasy. Macht's gut. Ich glaube, ich habe doch die ganze Zeit nicht einmal in die Kamera geguckt beim Reden, weil ich einfach nicht weiß, wo die ist. Jetzt habe ich sie gefunden. Macht's gut. Ich bin raus. Ciao.